Schauen Sie mal hier, eine Hütte, die auf Bomben steht. Oder hier, ein Gartenzaun aus Bomben. Eine explosive Art zu bauen oder steckt mehr dahinter? Wir waren in Laos und haben das Dorf der Bomben besucht. Häuser, die auf Bomben stehen. Ganze Waffenarsenale als Dekoration. Was ist hier los? Wir wollen mehr wissen und folgen der Spur der Bilder nach Laos. Das Land mit fast 7 Millionen Einwohnern liegt in Südostasien. Vientiane, die Hauptstadt des Landes mit 600.000 Einwohnern. In Laos leben ein Drittel der Bevölkerung von einem Euro am Tag. Das Land ist trotz großen Wachstums immer noch vom Krieg geschädigt. Während des Vietnamkriegs warfen US-Streitkräfte mehr Bomben auf Laos als im gesamten Zweiten Weltkrieg. Es ist der meist bombardierte Ort der Welt. Die USA wollten so russischen Militärnachschub verhindern. Erfolgreich. Doch das Land lag in Schutt und Asche. Mit dem Auto fahren wir Richtung Norden. Hier sollen während des Vietnamkrieges viele Bomben gefallen sein. Kennt man hier die Häuser von unseren Fotos? Die Männer erklären uns den Weg zu einem kleinen Dorf mitten im Dschungel. Wir reisen in die Provinz Xian Fang. Die kleine Siedlung ist nur über eine Brücke erreichbar. Hier leben knapp 600 Menschen, überwiegend Bauern und Fischer. Am Flussufer entdecken wir ein Boot, das aussieht wie ein Teil eines Bombers. Es gehört Fischer Hu. Das war mal der Tank von einem Flugzeug. Es ist hier in der Nähe abgestürzt. Mein Vater fand es und wir haben es zu diesem Boot umgebaut. Mit den Flugzeugen kamen auch die Bomben. Seit Ende des Krieges sind viele Menschen durch Blindgänger umgekommen. Gerade Kinder hielten das entdeckte Altmetall für Spielzeug und erkannten zu spät die tödliche Gefahr. Die Erwachsenen bargen die Bomben, da sie für die arme Landbevölkerung einen kostbaren Rohstoff darstellen. Fischer Hu berichtet von einem Dorf, in dem sich manche Familien auf die Wiederverwertung der Bomben spezialisiert haben. Also reisen wir weiter. Nach 2 Stunden erreichen wir Napia. Es ist der Ort, den wir gesucht haben. Blumenkästen aus Bombenresten und ganze Zäune, die aus Kriegswaffen bestehen. Der gesamte Ort sieht aus wie ein Waffenarsenal. Angst hat hier aber keiner mehr vor den Bomben. Die Sprengsätze wurden alle entfernt. Und er verdient damit sein Geld. Xian Fett. Seit 10 Jahren recycelt er Bombenreste. Aber nicht jede Bombe kann eingeschmolzen werden. Ich schmelze nur Aluminium ein, da der Schmelzpunkt davon nicht so hoch ist wie der von Eisen. Dieses Fragment einer Streubombe ist aus Eisen und daraus mache ich kleine Löffel. Bomben bestehen aus unterschiedlichen Metallen, Plastik und natürlich Sprengstoff. In 8 Jahren Krieg wurden pro Einwohner geschätzte 2,5 Tonnen TNT abgeworfen. Viele der Sprengsätze sind nicht explodiert. Tickende Zeitbomben. Um zu verstehen, wie Xian Fett an die Bomben kommt, sind wir im Urwald mit einem Sprengkommando verabredet. Die Spezialisten für Bombenentschärfung sind im ganzen Land unterwegs, um die Blindgänger aufzuspüren. Hier sind das Bunma Fenger Zeng und ihr Team. Mit Seilen grenzen sie den Suchbereich möglichst genau ein. Hier legen wir die einzelnen Bahnen, um sie zu räumen. Jede ist 1 Meter breit. Im Anschluss kommt der Metalldetektor zum Einsatz. Die Arbeit ist trotz der Sicherheitsmaßnahmen gefährlich. Mit der Markierung findet der Räumtrupp den Blindgänger leichter. Für die Sprengung der Bomben und Minen ist er verantwortlich. Der ehemalige Marinesoldat Bajo Di Silva. Heute sind es die Reste einer Streubombe, die er unschädlich machen und beseitigen muss. Kinder sind besonders gefährdet, denn sie sind neugierig. Die Form der Bombe ähnelt einem Ball und ist so besonders anziehend.
Biagio kennt die Gefahren. Er hat schon hunderte solcher Einsätze gemeistert. Aus Sicherheitsgründen müssen wir jetzt in sichere Entfernung gehen. Der Teamleiter wird die Situation mit seinen Leuten besprechen. Wenn schließlich die Vorgehensweise klar ist und alle Sicherheitsregeln eingehalten sind, wird die Sprengung vorbereitet. Auch die Tiere müssen das Feld räumen. Das Zündkabel wird ein letztes Mal überprüft. Wir müssen ganz sicher sein, dass bei einer Sprengung keine Fehler passieren. 3, 2, 1. Die Sprengung war erfolgreich und die Gefahr ist gebannt. Zum Weiterverarbeiten ist von der Bombe allerdings nichts übrig geblieben. Zurück im Basiscamp. Bunma hat Feierabend. Sie zeigt uns das Altmetall größerer Bomben, die sie in dieser Woche gesprengt haben. Die Organisation gibt die Rohstoffe an Menschen wie den Löffelmacher weiter. An Menschen, die nützliche Dinge daraus herstellen. Bunma lädt uns in ihr Elternhaus ein. Ihr Dorf ist von Blindgängern befreit, die umliegenden Wälder jedoch noch nicht. Eine große Motivation für die 26-Jährige. Nur so kann sie ihre Nichten und Cousins schützen. Ich wollte meiner Gemeinde helfen. Deshalb arbeite ich für die Bombenspezialisten. Wir haben in den letzten Jahren viel geschafft und die Zahl der Opfer sinkt. Das motiviert mich. Familie und Elternhaus sind ein Ruhepol für Bunma. Hier kann sie ihre Batterien wieder aufladen. In ihrer Küche entdecken wir überall Gebrauchsgegenstände aus Bombenschrott. Ein bizarres Bild. Dieser Topf zum Beispiel. Oder unser Esstisch. Beides ist aus Kriegsmetall. Wir nutzen sie schon lange. Der Löffel ist aus Aluminium. Alle im Dorf benutzen Dinge, die aus Bomben gemacht wurden. Schalen, Töpfe, Löffel. Alles aus dem Aluminium einstiger Bomben. Aber wie genau wird das gemacht? Er muss es wissen. Löffelmacher Xian Fett. Zusammen mit seinem Bruder hat er eine kleine Schmiede gegründet und produziert seit über 10 Jahren Löffel aus alten Bomben. Auch die Formen, die er verwendet, hat er selbst gemacht. Das Geschäftsmodell geht auf. Viele Dorfbewohner kaufen ihre Löffel bei ihm. Die ersten 4 bis 5 Löffel werden meist nichts, weil die Löffelform noch nicht heiß genug ist. Die Flüssigkeit kann nicht den Boden der Form erreichen. Der hier ist gut geworden. Früher hat der 38-Jährige selbst im Wald nach Bombenresten gesucht. Damit habe ich aufgehört. Es ist einfach zu gefährlich. Heute lernen die Kinder schon in der Schule, dass sie nichts aus dem Wald mitbringen sollen. Seit einigen Jahren bezieht Xian Fett das Aluminium von den Bombenspezialisten und produziert damit 800 Löffel täglich. Auch sein Neffe Fett hilft mit. Er schleift die scharfen Kanten der Löffel ab. Ich weiß, dass die Blindgänger sehr gefährlich sind. Daher spiele ich auch nicht im Wald. In der Schule haben wir gelernt, was alles passieren kann, wenn wir aus Versehen mit einem Blindgänger spielen. Da helfe ich lieber meinem Onkel. Umgerechnet 55 Cent kosten die Löffel pro Stück. Aber Xian Fett stellt auch andere Dinge aus dem Aluminium der Bomben her. Die Glocken seiner Rinder zum Beispiel. Momentan produziert der Löffelmacher nur für die umliegenden Dörfer. In Zukunft will er seine Produkte aber auch an Touristen verkaufen. Wir stellen nicht nur Löffel her, sondern auch Flaschenöffner, Teelöffel, Armbänder, kleine Vögel und vieles mehr. Noch ist keine Saison, aber in 2 Monaten werden die Geschäfte besser laufen. Xian und seine Familie freuen sich auf die Touristen und hoffen auf gute Geschäfte. Der Krieg ist fast vergessen, aber die Gefahr durch Blindgänger ist noch nicht gebannt. Die Menschen haben ihr Schicksal in die Hand genommen und aus den tödlichen Kriegsüberbleibseln etwas Positives entstehen lassen.
Ein Dorf voller Bomben. Das gibt es wohl nur hier.